Nun, der Traum von jedem Wissenschaftler ist ja, die Welt zu verstehen, also zu verstehen, welche Ursachen welche Wirkung hervorrufen. Und ich drehe die Fragen um. Ich frage mich zu einer beobachteten, vielleicht im Experiment beobachteten Wirkung, welche Ursache steckt dahinter? Oder ich probiere die Ursachen so lange zu optimieren, bis eine gewünschte Wirkung rauskommt. Und da die Sprache der Wissenschaft nun mal die Mathematik ist, führt das letztlich auf die Probleme, mathematische Funktionen oder mathematische Gleichungen zu optimieren oder zu invertieren. Ein ganz aktuelles Beispiel ist die elektrische Impedanztomographie. Da beobachten wir, wie Ströme durch den menschlichen Körper fließen und probieren damit ein Bild vom Inneren des Körpers zu berechnen. Und das hat zum Beispiel Anwendungen in der Überwachung der Lungenfunktion für Patienten und bietet da eine harmlose Alternative zu Röntgen. Hochtechnologie ist mathematische Technologie, hat die amerikanische Akademie der Wissenschaften mal gesagt. Und es ist wirklich wahr. Alle möglichen neuen Entdeckungen, von den medizinischen Tomographieverfahren wie der Computertomographie, der Magnetresonanztomographie, Suchmaschinenalgorithmen im Internet, aber auch die Überwachung der Finanzmärkte, all das wäre ohne eine neue Mathematik nicht möglich. Und diese neue Mathematik geht ganz, ganz weit über das Schulwissen hinaus. Und hier in Stuttgart kann man wirklich lernen, die Mathematik hundertprozentig tief zu verstehen, und gleichzeitig lernt man, wozu sie da ist und wie man sie anwenden kann. Die Jobchancen für Mathematiker waren und werden wahrscheinlich immer fantastisch sein. Mathematik gehört zu den MINT-Fächern, das M steht für Mathematik, und es geht fast monatlich durch die Presse, wie händeringend doch MINT-Absolventen gesucht werden. Nun, in meinem ersten Semester habe ich direkt 3 Wochen gefehlt, weil ich eine Reise auf die Malediven gewonnen hatte. Und ich habe das nie bereut. Ich habe den Stoff eben selber nachgeholt. Es war viel Arbeit, aber es funktionierte. Und ich habe dabei gelernt, dass Lernen und Verständnis eine ganz individuelle Sache ist und bin deswegen auch als Professor ganz, ganz stark gegen Anwesenheitspflichten oder dagegen, die Klausurzulassung mit bestimmten Bedingungen zu verknüpfen. Am Ende zählt, ob der Student es am Ende verstanden hat und in der Klausur zeigt, was er kann. Es ist nicht wichtig, wie er es gelernt hat. Das ist immer individuell und wir können damit unseren Vorlesungen, Übungen und Seminare nur Angebote machen.